Brauchst du einen Rat, wohin du dich jetzt wenden solltest? Ich schlage vor, du gehst Richtung Norden. Dort lebt eine alte Hexe, sie ist besessen von der Idee, dem Tod entkommen zu wollen. Hier Richtung Norden. Wo ist der Norden? Hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Dann geht's also als erstes auf zur Hexe. Sind schon so ein bisschen kaputte alte Bäume. Da ist wieder ein Wegweiser. Hier geht es zur Villa der Urnenhexe. Okay, vielen Dank. So, einmal eine Leiter freigeschaltet, damit wir auch schön wieder hier eine Abkürzung haben. Wo geht's hier lang? Diese Tür zu öffnen erfordert einen Schlüssel. Das Schlüsselloch sieht sehr alt und verrostet aus. Alter Glockenturm. Ah, dann statten wir der Hexe doch mal einen Besuch ab. Ich hoffe, die ist nicht allzu stark. Oh, das war mal ein kurzer Weg, oder? Oder geht's dann noch weiter? Jetzt befinden wir uns wahrhaftig in einem Dungeon. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Okay. Attackierende Käfer. Die verspeise ich jedoch zum Frühstück. Das wäre erledigt. Einmal ein bisschen Licht anmachen, hier ist überall so düster. Zwei Totenköpfe und hier ist noch so eine kaputte Seele. Seelenpünktchen sammeln. Das war beim Einkaufen. Können wir das hier mal wieder ein bisschen zurechtrücken, damit die Seele auch hier ruhen kann? Kann nicht sein, dass man hier die Skelette sieht. Kommt er ja nie zur Ruhe. Ein Aufzug, okay. Direkt in die Hölle. Das Blätter. Und ein Tor in Form eines Schlüssels. Aha. Okay, die Vasen kann ich kaputt machen. Ist da vielleicht ab und zu was drin? Oh ja, ein Samen. Hatten wir keine mehr. Jetzt brauchen wir nur wieder den passenden Topf dazu. Ja, einmal im Lauf spielen. Hui. Das Laub breitet sich aus, oh mein Gott. Verbrenne deine Waffen und verbreite Freude. Wäre ich komplett dafür, wir brauchen keine Waffen in dieser Welt. Geht auch alles so.
Aha. Feuerpfeiler, okay. Anwesen der Urnenhexe nördlich der Tür. Nur keine Pfeile mehr. Jetzt so. Kompletter Durchschlag. Ich muss sagen, die Hexe hat sie eigentlich ganz gemütlich. Wie geht es zur Villa der Urnenhexe? Mich würde mal interessieren, ob wir das irgendwie zerschlagen können oder ob sich das dann irgendwann selber freischaltet, wenn es so leuchtet. Momentan kommen wir da auf alle Fälle noch nicht hin. Wie komme ich denn da drüben hin? Oh, so nicht. Okay. Okay, vielleicht später. Ich bräuchte noch mal irgendwie einen Samentopf, das wäre ganz nett. Oh! Perfekt. Vielen Dank. Okay, eine Tür. Wahrscheinlich wieder in unser Büro, oder? Das. Okay. Oben. Ah, meine Freunde sind wieder da. Mr. Kochtopf. Oh, sei gegrüßt, du schnabelnasiges Wesen. Deine Sorte sieht man wirklich nicht oft auf diesen Inseln. Gewiss bist du hier, um eine Seele zu holen. Aber hoffentlich nicht meine. Wie dem auch sei. Offenbar haben sich unsere Wege zur rechten Zeit gekreuzt. Es mag dir aufgefallen sein, dass ich mit einem ungewöhnlichen Fluch behaftet bin. Sehr unangenehm das. Bewerte mich nicht aufgrund der Form meines Kopfes, sondern aufgrund des Nährwerts der darin befindlichen Suppe. Der Topfkopf. Doch wo bleiben meine Manieren? Ich bin hoch erfreut, deine Bekanntschaft zu machen, Schnabelnase. Es hat den Anschein, dass meine Reise zum Stillstand gekommen ist. Es ist mir nicht gelungen, die vor mir liegende Barriere zu überwinden und die eisernen Tore aufzuschließen. Wenn du mir helfen könntest, dieses Problem zu lösen, stünde ich tief in deiner Schuld und wir könnten den Weg fortsetzen. Gemeinsam. Klar, da habe ich ja mal was zu essen dabei. Wieso nicht? Mr. Kopftopf. Ah, die ganzen Menschen sind hier überall mit irgendwelchen Kesseln oder so besetzt. Komme ich wieder nicht durch, oder? Okay, das war schlecht. Pamphlet-Teekessel. Oh, ein Bogenschütz. Au! Das kann ich auch.
Teekesselmonster. Es wird uns auffressen. Der Garten des Friedens. Und so viel Frieden ist ja aber nicht. Wir haben keine Samen mehr. Mein Leben schaut nicht so gesund aus. Es ist nicht gut. Wir müssen mehr Samen finden, eindeutig. Halt. Huh. Gehen wir mal kurz die anderen Wege. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Da ist Feuer. Okay, das waren jetzt nur die zwei. Das eigentlich? Ninja Bogenschütze. Wieder ein Topf, aber wir haben immer noch keinen Samen. Der Garten der Freude. Okay, jetzt haben wir das schon mal kaputt gemacht. Kommen wir denn jetzt lang? Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht gleich zur Hexe. Ein Samen! Endlich ein Samen! Hat sich schon mal gelohnt. Da ist aber noch einer. Komme ich denn da drüben hin? Ein geheimer Durchgang. Kann ich mich hier irgendwo durchquetschen? Aha, aha, schauen Sie einmal an. Da ist tatsächlich ein Weg. Immer ein bisschen genauer hinschauen, dann findet man sowas auch. Sehr schön, jetzt haben wir aber erstmal wieder zwei Samen. Damit bin ich schon wieder ein bisschen besser gewappnet. So. Dann gehen wir jetzt einmal runter. Und versuchen nochmal unser Glück. Hier war ja, glaube ich, nochmal irgendwo
Okay. Okay. Irgendwo ein Blumentopf. Aber erstmal noch die Gegner hier so besiegen. So, ist ein bisschen versteckt. Ach, da hinterm Baum. Steckt doch gar nicht. Okay. Tür hat sich geöffnet. Haben wir noch irgendwas? So, einmal hier einen Durchgang geschaffen. Sehr gut. Aber jetzt bedienen wir uns erstmal am Samen. Sicher ist sicher. Jetzt kommt nämlich bestimmt gleich ein Kampf. Passen, dass ich nicht alles kaputt mache. Weg freigeschalten. Hurra! Jetzt ist es uns möglich, voranzuschreiten, mein getreuer Kamerad. Zunächst aber wollen wir uns einen Augenblick der Ruhe gönnen. Komm, nimm neben mir Platz. Wie ich zu Anfang unserer Begegnung erwähnte, erinnerte mein Erscheinungsbild ehemals keinesfalls an Kochgeschirr. Diesen unziemlichen Fluch habe ich der boshaften alten Dame zu verdanken, die in der Villa jenseits dieser prachtvollen Gärten residiert. Ich gehe davon aus, dass du ihretwegen hier bist, nicht wahr? Gewiss ist ihre Seele prallgeschwollen und erntereif aufgrund ihrer unnatürlich verlängerten Lebenszeit. Ich trachte lediglich danach, die alte Hexe zu konfrontieren und aufzufordern, ihre keramische Missetat rückgängig zu machen, damit ich wieder so stattlich aussehe wie vorher. Ich galt einmal als ausgesprochen gut aussehend. Möchtest du Suppe? Mit einem Kochlöffel mit einem Loch. Da kriege ich bestimmt ganz viel Suppe raus. Nein? Dann eben nicht. Lass uns weiterziehen. Oh, ich hätte jetzt nichts gegen ein kleines Schlückchen. Was war denn das? Drehentipp. Einige Projektile kannst du mit einem Schwertschlag abwehren. Müssen wir mal ausprobieren. Schon wieder so viele Wege. Ich muss mich gar nicht entscheiden, wo ich lang gehe. Oh, ein Ritter. Au, au, au. Au.
Oh, ich hätte ihn fast gehabt. Was ein Aggro-Ritter. Gerade durch, gerade durch. Die Statue hält ein Nickerchen. Ja, aber wenn da ein Gegner ist, was haben wir denn hier noch so? Mal runter. Aha. Mal diese geheimen Verstecke. Mal schön gucken, ob hier nicht doch noch irgendwie eine Lücke ist. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das Familiengrab. Wow, mega schön. Und dann kommt hier so ein Depp-Krieger an, weißt, und macht die ganzen Vasen kaputt. Oh. Okay. Okay. Die reparieren sich wieder. Oh, voll der schöne Garten. Da bist du, mein Freund. Ich würde eine prächtige Statue abgeben, findest du nicht? Ha! Du bist ein bisschen klein. Hier sind wir jetzt also. Dieses Gebäude sieht nicht weiter gefährlich aus. Es hat fast schon etwas Beruhigendes. Und dennoch, seid stets auf der Hut. Da drinnen erwarten uns ungeahnte Gefahren. Jetzt wollen wir in den Abgrund des Abenteuers tauchen und uns in den Rachen der Bestie begeben. Gemeinsam. Moment, da will ich noch nicht hin. Ich wollte hier erstmal nur erkunden. Außerdem haben wir noch den Mr. Ritter, den wir vorher schlagen müssen. Eins nach dem anderen. Hier ist ein... Doch, warte, warte. Was sage ich? Hier einmal durchschauen. Immer schön die Augen offen halten. Aber nichts, oder? Hier zumindest gerade nicht. Warte mal, wenn ich hier so lang gehe. Ach so. Aha, ein Schrein. Wieder einmal beten. Der alte Schrein überreicht dir ein Bruchstück von einem Magikristall. Wenn du 4 davon sammelst, wird deine magische Kapazität über ihre Grenzen hinaus erhöht. Vielen Dank. Achso, ja, einmal hier lang. So. Dann gehen wir jetzt einmal zum Ritter zurück, würde ich sagen. War da hinten noch irgendwie hier? Mal lesen. Der Garten der Liebe.
komme ich denn hier rein? Ist bestimmt auch noch irgendein Rätsel hier. Bei 5 reparieren die sich immer. Vielleicht finden wir da noch einen Hinweis. Hier geht es zur Villa der Urnenhexe. Alle Wege führen zur Hexe. Genau. Und ich hier noch lang? Nee, da bin ich zu dick für. Oh, was ist denn jetzt los? Stirb. Wie komme ich denn dahin, dass ich das kaputt machen kann? Aber vorher... Da war der Blumenkrug. Ich muss jetzt noch auf die letzten Meter sterben hier. So, nochmal auf ins Techtelmechtel mit dem Ritter und danach gehen wir zur Hexe, würde ich sagen. Auf geht's!